der Schnee und du fällst mit. Guten Morgen, ihr Lieben, am Tag 2 unseres Adventskalenders. Heute soll es mal um das Thema Plugins gehen. Plugins sind ja kleine Tools, kleine Prozesse, die auf deinen Vlog installiert werden, um dir einfach das Leben etwas leichter zu machen beim Bloggen und dir verschiedene Arbeiten abzunehmen. Na? Wichtig ist, dass du natürlich weißt, dass man Plugins nicht einfach wild dahin installiert, sondern dass man wirklich sich die Plugins sehr gut und gezielt aussucht. Das heißt, ein Plugin für SEO, das Yoast zum Beispiel, das habe ich euch auch schon mehrfach vorgestellt, dann ein Sicherheitsplugin, da würde ich euch das WordFans empfehlen. In diesem WordFans Plugins sind sehr, sehr viele Tools enthalten, wo man nicht extra nochmal etwas installieren muss. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann verschiedene andere kleine Tools, zum Beispiel um den Editor noch zu erweitern, um noch Backups zu machen für euren Blog. Das heißt, dass ihr regelmäßig natürlich auch Sicherungen erstellt. So ein Plugin ist dann auch sehr, sehr wichtig. Ja, und ansonsten müsst ihr mit sehr sparsam mit den Plugins umgehen, denn das kann auch zu, sagen wir mal, Störungen innerhalb der Arbeit in euren Blog führen. Ne? Da solltet ihr wirklich nur gezielte Plugins nehmen. Welche das natürlich sind und wie die sich installieren lassen, also könnt ihr ja mal auf meinen YouTube-Kanal gucken. Das ist eigentlich heute nur dieser Tipp, dass ihr gezielt eure Plugins aussucht, dass ihr ein Sicherheitsplugin habt, ein suchmaschinenoptimiertes Plugin, dass ihr ein Plugin habt, wo ihr euren Editor erweitert und verschiedene Arbeiten von diesen Plugins übernehmen lassen sollt. Also ich empfehle, sagen wir mal so, zwischen 10 und 15 Plugins. Und dass man natürlich auch immer guckt, ob diese Plugins dann aktualisiert werden. Wenn ein Plugin dann über Jahre nicht mehr aktualisiert wird, dann sollte man das auf jeden Fall von seinem Blog eliminieren, das heißt löschen und sich dafür ein anderes Plugin suchen. Es gibt ja so viele Plugins, die gepflegt werden und dann muss man ja nicht solche verwaisten Plugins, die dann wirklich auch solche Sicherheitslücken haben, auf den Blog lassen. Wichtig wäre es gibt ein sehr schönes Plugin für die DSDVO, also eins, was wirklich alles übernimmt, was man einstellen kann und diese, na, sag mal, die einzelnen Schritte genau mit diesem Plugin machen kann. Wer da Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden. Ich habe da einen kompletten Kurs über diese DSDVO, wie man das einstellt und wie man natürlich seinen Blog auch DSDVO-konform macht. Das ist auch ein wichtiger Tipp, was ihr von Anfang an beachten solltet, wenn ihr einen Blog aufbaut, von Anfang an einfach dafür sorgt, dass ihr DSDVO-konform seid, ne? Dass ihr keine Abmahnung bekommt. Das heißt, Datenschutzerklärung, Impressum, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache und das muss einfach auf eurem Blog gleich am Anfang rein und muss natürlich auch stimmen, ne? Die Angaben, die dort drin stehen. So, das war es eigentlich heute erst einmal zu den Plugins. Morgen geht es dann weiter mit meinem dritten Tipp. Dann bis morgen, ihr Lieben. Ciao!